Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Q&A. Heute mit mir, denn Colin ist im Urlaub und deswegen mache ich das jetzt. Also los geht's. Also wir haben so eine kleine internes Punktesystem. Wenn man ein richtig krasses Spiel mal hatte, dann sagen danach auf jeden Fall alle, ja, du hattest ja letztes Mal dieses mega krasse Spiel, du kannst jetzt nicht schon wieder das krasse Spiel kriegen. Also Chris zum Beispiel hat jetzt Last of Us 2, der wird jetzt nur noch Scheißspiele kriegen, ganz lange. Und ansonsten, wenn jemand das Spiel nicht haben will, dann sagen wir meistens, egal, du musst es trotzdem machen, denn es gibt keinen besseren und ja, dafür kriegst du deinen Punkt gut geschrieben und kannst beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besseres Spiel wieder machen. So ungefähr läuft es. Okay, nächste Frage ist ein bisschen länger. Kommt von Michel Renz. Das sind auch eigentlich mehrere Fragen. Eigentlich hast du gecheatet. Gut. Also, sie ist nur momentan rein online. Was die Zukunft bringt, man weiß es nicht. Ne? Das finanzieren wir mit Geld, was wir vom ZDF kriegen. Und das Geld, was das ZDF hat, kommt im Prinzip aus euren Taschen. Sind nämlich Beitragsgebühren, ne? Nein, wir bleiben immer true. PC, also wirklich, ich meine, Michael ist jetzt weg. Also PC ist jetzt, das war's mit PC. Ja, das wäre tatsächlich schlecht, weil dann hätten wir kein Geld mehr und könnten das eigentlich nicht mehr produzieren. Also wahrscheinlich, ja, müssten wir Game 2 dann einstampfen. Ich habe es ja schon öfter mal gesagt, aber Game 2 ist jetzt nicht unbedingt billig und so, das würde für viele andere Geldgeber eigentlich gar keinen Sinn machen, Game 2 zu finanzieren. Also von daher nochmal vielen Dank für eure Beitragsgebühren und vielen Dank an Funk, dass sie das hier ermöglichen. Ohne Funk, sage ich ganz ehrlich, das wird nichts. Also wir sind immer daran interessiert, eigentlich mit allen möglichen Leuten zusammenzuarbeiten, wenn sich das Ganze ergibt. Wir sind auch schon in ein paar Gesprächen, zum Beispiel mit Steuerung F. Mit Gunnar hatte ich letztens erst ein Gespräch darüber, was man mal zusammen machen könnte. Wir haben jetzt mit Trudoku zusammen was gemacht. Natürlich Cinema Strikes Back machen wir immer mal wieder Sachen, Valudes auch. Also klar, wenn ihr geile Ideen habt für Koops, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wir sind da auch immer dran und haben auf jeden Fall Bock. Ja, das ist vom Spiel unterschiedlich. Natürlich ist das Ziel eigentlich immer, das Spiel durchzuspielen, ist ganz klar. Weil man will ja auch das Ende gesehen haben und so weiter, ne? Nicht hier Last of Us 2 User Review Style, sondern wir wollen das Spiel schon immer eigentlich durchspielen. Es gibt natürlich manche Spiele, wo das Durchspielen gar nicht so das primäre Ziel ist von dem Spiel, beziehungsweise es vielleicht auch so viel Zeit erfordert, dass du das in einer Woche oder so gar nicht schaffen kannst. Also ich kann mich zum Beispiel noch an Division 2 erinnern. Naja, das ist halt auch so ein Spiel, das kannst du gar nicht so richtig durchspielen. Das hat ja auch so Endgame-Content und so, da ist dann das Ziel, ins Endgame zu kommen und eben die Erfahrung, die du im Endgame hast, irgendwie miterleben zu können, damit du darüber urteilen kannst. Aber durchspielen kannst du das Spiel halt sowieso nicht. Ja, und wie viel Zeit man hat, ist ja davon gegeben. Also man muss sich mal vorstellen, so, dass wir meistens so 2 Wochen haben, um ein Thema zu bearbeiten. Im besten Fall 3 Wochen, ist aber eigentlich eher selten. Meistens ist es so, du kriegst das Spiel am Freitag, sag ich mal, vielleicht so, dann. Und am Montag musst du eigentlich schon Ideen für Einspieler haben. Also hast du eigentlich nur das Wochenende Zeit, um erstmal reinzuspielen. Dann musst du dir schon Einspieler ausdenken. Dann hast du noch diese eine Woche, um das weiterzuzocken. Und in der nächsten Woche wird schon geschnitten, dann muss alles fertig sein. Also über eine Woche hat man eigentlich selten, um irgendwas anzuspielen. Dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel Zeit man dann zusätzlich zur normalen Arbeit noch hat. Also ich sag mal so, die 60 Stunden Division 2, die ich da reinballern musste, um ins Endgame zu kommen, das war schon hart. Die sind komplett durchgeplant. Also improvisieren haben wir ganz am Anfang mal gemacht, als wir noch live waren mit Game 2 und es sozusagen noch Gespräche im Studio und so gab. Die waren natürlich improvisiert, aber mittlerweile ist alles geschrieben. Also von den Moderationen über die ganzen Off-Texte, logischerweise die Einspieler. Also, ja, improvisiert wird bei uns nicht mehr, außer vielleicht beim Einspielerdreh. Da ist es natürlich schon so, dass man manchmal, wenn man in so einer Szene irgendwas spielt, dann vielleicht ein Part einfach ein bisschen improvisiert oder hinten noch was dranhängt oder irgendwie ein bisschen sein schauspielerisches Talent ein bisschen spielen lässt. Aber das ist auch alles. Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit Game 2.
Vor allem, wenn man jetzt mal nochmal so die ganze Reise, die wir so jetzt gemacht haben, irgendwie Revue passieren lässt. Also, ich finde es irgendwie cool. Jeder von uns hat so ein bisschen so eine Entwicklung irgendwie durchgemacht. Jeder ist so professioneller geworden in dem, was er irgendwie macht. Jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Stil irgendwie gefunden. Also, ich finde so, man weiß immer, das ist ein Beitrag von Markus, das ist ein Beitrag von Sebastian. Irgendwie, das hat sich alles so ein bisschen fein geschärft. Was ich mega cool finde, ich finde das Produkt gut, ich gucke es gerne. Mehr geht natürlich immer. Also, man ist natürlich nie hundertprozentig zufrieden. Und also ich persönlich zum Beispiel finde es immer geil, wenn man mal so ein paar Sachen machen kann, die ein bisschen mehr Production Value haben, wo man mehr Zeit hat. Ich hätte schon gerne eben mehr Zeit für Einspieler oder eben würde mehr von diesen Folgen machen, die irgendwie so ein bisschen was Besonderes haben, ja, so wie Sommerloch-Folge oder so, wo du wirklich eine richtige Story erzählen kannst, ein bisschen was Filmischeres. Das ist das, was ich persönlich zum Beispiel mir mehr wünschen würde. Ich weiß aber zum Beispiel, dass wir auch gerne mehr so Richtung Doku gehen würden, also mal ein Thema länger bearbeiten, irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen irgendwo hinfahren und mal wirklich irgendwie, ja, einfach mal ein paar Wochen Zeit haben, um so ein Thema zu recherchieren und dafür auch zu drehen, was natürlich immer schwierig ist, wenn man in unserem normalen Zyklus so drin ist, weil wir haben nun mal nicht so viele Redakteure, wir haben aber viele Themen und wir können jetzt nicht mal irgendwie einen Redakteur mal kurz 2 Monate hier rausnehmen. Aber wir sind da auf jeden Fall dran, das irgendwie zu leisten und da irgendwie immer noch mehr zu machen, zumindest mal ab und zu. Ja, und ich glaube, wir schaffen das auch nochmal ab und zu. Dazu kann ich sagen, ja, wir haben Sarah natürlich aus gutem Grund verdient angestellt, hier als Jungredakteurin jetzt. Und sie freut sich auch und wir freuen uns auch und alle sind happy und sie hat gute Arbeit gemacht und deswegen hat sie es natürlich verdient, hier weiter mitmachen zu dürfen. Von daher, Applaus für Sarah. Ja, haben wir überlegt, finden wir nicht gut, machen wir nicht. Ab und zu sind wir natürlich mal ein bisschen länger, wenn man irgendwie das Thema es erfordert, aber wir finden 30 Minuten ist so als Richtzeit eigentlich ganz geil. Ja, das ist halt deswegen manchmal schwierig, weil die nicht so viel Zeit haben und weil man irgendwie, um die Einspieler zu drehen, halt doch sehr, sehr viel Zeit braucht. Also für die Moderation haben wir die halt mal so eine Stunde oder so und das ist auch alles cool und da haben die auch Bock drauf. Und vor allem Eddie zum Beispiel sagt immer ganz, ganz oft, ja, baut mich mal wieder ein. Das Problem ist halt, naja, du musst dann halt mal zu einem Dreh mitkommen und der kann halt schon mal einen halben Tag dauern. Und das ist dann halt immer schwierig, weil die natürlich sau viel zu tun haben. Aber wir sind immer wieder dran und versuchen es und werden unser Bestes tun, dass die mal wieder auftauchen. Kleiner Einwand noch von Matthias, der sitzt hinter der Kamera. Der meinte, es liegt nicht nur daran, dass sie wenig Zeit haben, sondern auch, dass wir unsere Drehs immer sehr kurzfristig planen. Also meistens ist alles so ein Sendeplan, zum Beispiel von Rocket Beans ist ja viel, viel länger geplant. Und da wissen die schon, ja, ich bin dann und dann, habe ich die und die Sendung. Und bei uns ist halt so, ey, kannst du morgen 3 Stunden von 13 bis 16 Uhr? Kann aber auch ein bisschen länger gehen noch. Ist dann schwierig. Ja. Gar nicht, denn Twitter, ich finde Twitter einfach scheiße. So. Also, wir sind insoweit an der Gamescom, an der digitalen Gamescom beteiligt, dass wir eine Spezialsendung machen. Wie diese Spezialsendung aussehen wird, das verrate ich jetzt noch nicht, das müsst ihr dann selber gucken. Aber es wird voraussichtlich am Freitag eine Game 2-Folge geben. Und die wird heftig. Die wird richtig krass. Guck einfach zu und dann wirst du sehen. Aber sie wird heftig, Alter. Uiuiui, Mensch. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Das haben wir ja schon in der Sendung, also das gibt es schon bei Game 2. Wir könnten es mal vielleicht ein bisschen öfter machen. Aber das machen wir meistens nur, wenn also nicht so viele geile Themen da sind. Ausgegraben ist zwar auch geil, aber naja, ich meine, so ein aktuelles Spiel ist natürlich dann schon vielleicht ein bisschen wichtiger. Also müssen wir einfach mal warten, bis keine Spiele rauskommen, dann können wir auch mal wieder ein Ausgegraben machen. Also meistens hängt es davon ab, ob die Perspektive, aus der das Review erstellt wird, eine sehr persönliche ist oder ob es eher die Meinung oder die Sichtweise von Game 2 als Redaktion widerspiegelt. Also jetzt mal ein Beispiel.
Trant spielt Monster Hunter, dann ist natürlich, weil Trant großer Monster Hunter-Fan ist, seine Perspektive auf Monster Hunter eine sehr persönliche. Jetzt, oder wenn zum Beispiel Sebastian auftritt als jemand, der sagt, hey, ich habe noch nie Monster Hunter gespielt und ich will jetzt mal meine Erfahrung, erstes Mal Monster Hunter jetzt irgendwie porträtieren, dann ist es halt wichtig, dass der Redakteur das aus seiner eigenen Perspektive heraus erzählt und dann spricht er den Off-Text auch selbst. Wobei, wenn man jetzt ein normales Review macht, wo man das Spiel einfach testet, so normal Game 2-mäßig, dann spricht es Ingo. Das ist so die, ja, also so läuft es normalerweise ab. Es kann natürlich auch mal sein, dass Ingo vielleicht im Urlaub ist oder sonst was. Auch dann kann es mal sein, dass man mal selber sprechen muss oder dass man irgendwas so kurzfristig macht, dass wir es nicht mehr schaffen, es zu Ingo zu geben, ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Meistens ist es so, dass es irgendwie konzeptionell bedingt ist. Die Anforderungen haben höchstens wir an uns selbst. Und das muss ich sagen, da ist es auch, ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir wollen eigentlich nicht immer, zumindest bei allen Ideen, die wir haben, wollen wir jetzt nicht immer das so ganz vordergründig unbedingt darstellen, was jetzt unsere Kritik ist. Manchmal ist es auch cool, das mal so ein bisschen zwischen den Zeilen irgendwie zu verstecken oder das halt nicht nur mal dem Zuschauer so überkrass zu erklären, irgendwie was wir jetzt meinen, sondern den Zuschauer ein bisschen selber mitdenken zu lassen. Von daher, nee, es gibt diese Anforderungen nicht. Aber natürlich soll das, was wir sagen, beim Zuschauer ankommen und sonst wäre es ja komplett sinnlos, wenn niemand checken würde, was wir eigentlich meinen. Das ist immer so ein bisschen so ein schmaler Grat oder beziehungsweise ist es halt, man muss da einen Kompromiss finden zwischen Kunst und Information. Ja. Hinter den Kulissen Spezialfolge haben wir eigentlich so jetzt noch nicht geplant, aber was du auf jeden Fall mal machen kannst, ist auf Instagram vorbeigucken, weil wir da eigentlich ganz oft in den Stories zum Beispiel ja, halt so hinter die Kulissen gucken und du eigentlich da genau das machen kannst, dass du einfach mal dabei bist, wie so eine Folge abläuft. Feline ist da aber immer bei den Drehs dabei und filmt da irgendwie so ein bisschen und da kann man das eigentlich ganz gut sehen. Also guck da mal bei Instagram, Game2Official, guck da mal rein. Also würde ich nicht sagen, dass uns das nervt, weil wir sind ja selber schuld daran. Ich meine, diese ganzen Charaktere haben wir ja erstellt und uns hilft es auch, mit diesen Charakteren zu arbeiten. Also es lassen sich einfach immer leichter Geschichten irgendwie schreiben, wenn du eben auf diese Charaktere zurückgreifen kannst. Und man muss sich eher ein bisschen davor schützen, selber, dass man das immer wieder benutzt. Also dass der cholerische Colin halt zum 20.000. Mal ins Büro kommt und rumschreit. Da müssen wir uns eher mal so sagen, ey, okay, lass mal irgendwie Colin eine andere Couleur geben, einen anderen Charakter, damit das halt nicht immer irgendwie dasselbe ist. Also nerven tut's uns nicht. Wie gesagt, wir sind ja selber schuld dran. Ja, also mit dem Abstand ist es so, im Büro ist eigentlich jetzt kaum jemand. Wir sind ja eigentlich so gut wie es geht alle im Homeoffice. Also jetzt zum Beispiel, im Moment sitzt nur Trant im Büro und sonst niemand. Und damit ist das eigentlich relativ easy. Wir haben ja hier schon verschiedene Räume, das heißt, es können sogar mal Leute zur Arbeit kommen und sie sitzen dann alleine in einem Raum und haben irgendwie auch keinen Kontakt und Abstand ist gewahrt und so weiter und so fort. Und wenn es mal mehr Leute werden, dann haben wir halt mit Maske, also haben wir Maskenpflicht hier in den Büros und beim Dreh. Ja, und damit lässt sich das eigentlich ganz gut aushalten. soll ich die Frage machen? Habt ihr mal, ja, ich find's egal. Also, noch eine Frage von Klapp94. Habt ihr manchmal Ärger mit Funk, weil ihr Wörter wie Huso oder Schlimmeres verwendet? Nee. Nee, also wir haben nicht mal Ärger bekommen, als wir gesagt haben, wir sind öffentlich-rechtlich, ihr Fotzen. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Der YouTube-Algorithmus mag es wirklich nicht. Aber naja, wir sind nun mal Game 2 und ich meine, Game 2 ist eine Show. Und es wäre ja nicht Game 2, wenn wir keine Game 2-Show hätten. Verstehst du, was ich meine? Ja, uns ist schon bewusst, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn wir so mehr nach dem ganzen YouTube-Game irgendwie spielen würden. Aber wir haben uns halt dazu entschieden, dass wir unsere Identität auch irgendwie dabei nicht verlieren wollen. Aber was die Zukunft bringt, muss man mal schauen. Also vielleicht
es ist auch irgendwann so, dass wir es anders machen. Aber im Moment, und da ist vor allem auch Funk irgendwie unserer Meinung, wollen wir halt Game 2 so lassen, wie man es kennt, auch so von Game 1 noch und so. Und da, ich meine, wir kommen nur mal aus dem Fernsehen. Und damals war es irgendwie eine Fernsehsendung. Und ja, diesen Ursprung wollen wir halt irgendwie, wollen wir uns irgendwie schon beibehalten. Deswegen machen wir das so. Aber schlau ist es nicht, das stimmt. So, dann waren noch ganz viele Fragen, die so ein bisschen gefragt haben, ja, wie lange sitzen wir an so einem Beitrag, wie machen wir das? Habe ich schon ein paar Mal beantwortet, aber hier nochmal die Kurzfassung. Also normalerweise stecken 3 Wochen Arbeit in den Beitrag. Themenfindung, Spiele, Ausdenken von Einspielern, Drehen von Einspielern, Schneiden von dem Beitrag, fertige Sendung. Das liegt daran, dass Moderation und Redaktion zwei ganz unterschiedliche Bereiche sind, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Also unsere Moderatoren moderieren, heißt, stellen sich vor die Kamera im Studio und moderieren die Beiträge an und führen sozusagen durch die Sendung. Die Redakteure spielen die Spiele, schreiben die Off-Texte, denken sich die Einspieler aus und so weiter und so fort. Und das beides überschneidet sich nicht. Also wir stellen keinen Redakteur ins Studio und lassen ihn die Sendung moderieren, weil sie halt keine Moderatoren sind. Das muss ja auch gelernt sein. Und genauso wenig nehmen wir die Moderatoren und lassen sie Beiträge machen. Sie könnten es zwar, aber sie haben keine Zeit dafür. Ja, Leute, vielen Dank für die ganzen Fragen. Auf jeden Fall mega cool, so viel Feedback von euch zu kriegen. Und ein paar Fragen habe ich nicht beantwortet, ein paar Fragen habe ich aber auch schon beantwortet, beziehungsweise Colin. Das könnt ihr euch in dem anderen Q&A, was wir verlinkt haben, nochmal anschauen. Und ihr könnt auch nochmal auf Instagram vorbeischauen, weil wir da immer mal wieder ein paar Fragen beantworten, ein paar kleinere Q&A-Sessions machen. Und wenn ihr das alles durch habt, also dann sollten ja wirklich alle Fragen geklärt sein, oder? Und ansonsten schreibt sie hier nochmal drunter, dann kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. In diesem Sinne, tschüss und bis bald.